Ja, hier in dem Saal 20 im Souterrain, da ist eine Zusammenführung von zwei Bildern, die ich 2004 gemacht habe, Ostgut-Freischwimmer rechts und Ostgut-Freischwimmer links, die ich ursprünglich gemacht habe für den Club Berghain Panorama Bar in Berlin, wo die 5 Jahre über der Tanzfläche hingen. Und das Kunstmuseum Basel hat den Ostgut-Freischwimmer rechts vor einigen etlichen Jahren erworben bereits. Und jetzt vor 2 Jahren hatte die Fondation Bayerle den linken erworben. Und dadurch sind die beiden wieder in eine Stadt gekommen und jetzt das erste Mal wieder zusammen zu sehen. Ich sehe die beide als Einzelwerke und die funktionieren völlig okay alleine. Also man muss den anderen nicht sehen, aber es ist irgendwie schön, die mal wieder zusammen zu sehen. Und die sind Teil einer Art Bilder, die ich seit etwa 2000 mache, die mit Licht in der Dunkelkammer auf Fotopapier gemacht sind. Also der Name Freischwimmer, der Flüssigkeiten, Chemikalien oder sowas suggeriert, der bezieht sich nicht auf Flüssigkeiten, die in der Herstellung, im Entstehen beteiligt sind. Also es sind Bilder, die ich mit meinen Händen mache und mit Werkzeugen, die Licht ausstrahlen. Und wohingegen im oberen, im Saal 8, im Erdgeschoss, dort sind Bilder von der Reihe Silver zu sehen, die ich eher als mechanische Bilder bezeichne. An denen arbeite ich auch seit 1998. Und die entstehen also eigentlich als Abbildung des Prozesses selbst. Also die Photochemie bildet sich hier ab. Das Silber ist da eine Referenz zu dem Kern eigentlich dieses Wunders der Fotografie. Aber diese Bilder bilden nichts anderes ab, die bilden eigentlich nur ihren eigenen Entstehungsprozess und die Chemikalien, die da drin verwendet sind, die sich dann, wenn man die Maschine nicht säubert, die Bäder nicht säubert, sich dort ansammeln und so entstehen rhythmische Ablagerungen oft auf den Papieren und also so gibt es zwei eigentlich komplett gegensätzliche Arten von Abstraktionen, mit denen ich arbeite. Und hier in diesem Saal 20 wurde ich eingeladen, noch Bilder aus der Sammlung hinzuzuwählen. Und das Problem ist, dass die Sammlung halt so fantastisch ist, dass es eigentlich immer irgendwie vermessen aussieht, sehen müsste, könnte, dass man sich halt mit den absoluten Meistern der Moderne in Beziehung setzt. Ich fand die Einladung spannend und hatte dann die Möglichkeit, eben zwei Matisse, die durchaus im ähnlichen Querformat sind, den Max Ernst, der eigentlich auch eine formatmäßig im gewissen Dialog zu meinen Bildern steht. Und interessant war, dass am Ende ich keine andere komplett abstrakten Bilder gewählt habe, weil die in einer, also die, die also obwohl der Matisse ja zum Beispiel am Rande der vollen Abstraktion ist, aber es ist natürlich immer ein ganz klarer Wirklichkeitsbezug und ich glaube, also auch die beiden Picasso-Porträts, irgendwie vertragen die sich überraschend gut mit der Suggestion von Realität in den Freischwimmern, weil das Auge versteht die ja als fotografisch in irgendeiner Form. Und fotografisch bedeutet fürs Hirn, irgendwas mit Realität zu tun habend. Und das
macht irgendwie ein gutes Spannungsverhältnis aus, ne? Dass also bei mir eigentlich nichts abgebildet ist, aber das Auge, also nichts Gegenständliches abgebildet ist, aber das Auge irgendwie Realität erkennt. Und das benutze ich, diesen Wunsch des Auges, Realität zu sehen, in Bildern, die das Auge als fotografisch erkennt. Das benutze ich und dadurch sind die Bilder auch eigentlich erst möglich, dass sie eben nicht gemalt sind. Also es sind für mich in erster Linie Bilder, und dadurch, dass sie möglich werden, liegt daran, dass sie fotografisch sind. Also ich musste die Fotografie als Medium wählen dafür, weil ich glaube, gemalt würden sie was anderes tun. Was bedeutet es für dich, in der Sammlung Beiler vertreten zu sein? Er ist eben offensichtlich eine ganz besondere Sammlung, weil sie von einem Kenner mit absoluter Geschmackssicherheit zusammengestellt wurde. Und dahin eingeladen zu werden, ist natürlich schon was Besonderes. Also ich habe mich darüber sehr gefreut, und es ist auch mediumstechnisch, glaube ich, eine Erweiterung fürs Haus. Und das ist, die ersten Bilder sind, die rein fotografischen Hintergrund haben. Die Fondation hat wahrscheinlich, ja, zu gleichen Teilen sind meine Bilder mit Kamera und ohne Kamera gemacht. Es gibt also andere Motive wie Anders Akimboldo oder Affinity in Flight Astro und andere, die mit der Kamera gemacht sind, die alle auch in einer oder der anderen Weise mit Sehen zu tun haben, mit Entdecken und Erkennen. Was kann man erkennen und den Grenzen der Sichtbarkeit und des Darstellbaren, also besonders in den drei astronomischen Bildern, oder die astronomischen Hintergrund haben, Monowata Sky und Venus Transit und In Flight Astro. In gewisser Weise sind alle meine Arbeiten Studien von Cause and Effect, von Ursache und Wirkung. Also was passiert, wenn ich etwas mache, und was sind die Auswirkungen, ob das nun technisch, fotografisch, dem Medium ist oder natürlich auch psychologisch im Verhältnis zum Sujet, zum Abgebildeten oder eben nicht Abgebildeten. Ohne dass ich mir das vorher als Programm ausdenke, kommen bei solchen Räumen, die ich zusammenstelle, ganz verschiedene Perspektiven, also Abbildungsmaßstäbe zusammen, und das also ist irgendwie so ein Bogen gespannt wird von dem Buenos Aires-Bild, von dem Abflussrohr, was im Gully endet, wo wenn man da in den Rand von dem Wasserstrom guckt, so merkwürdige kleine Punkte sind, die irgendwie so eine Präsenz haben, die man auch niemals, die man mit dem Auge hätte niemals sehen können, die man niemals wieder schaffen kann, irgendwie einen Bogen dann wieder spannen zu eben extrem soliden Dingen, wie das Bild der Sonne, wo der kleine Punkt, der schwarze Punkt, die Venus ist, die zwischen Sonne und Erde vorbeilief. Also so das ganz Konkrete und das völlig Flüchtige, und dass sich das natürlich immer wieder berührt, in den Bildern wie im Leben. Das ist so ein bisschen der Rahmen, den ich da so sehe.